Leute, ich muss euch was beichten. Als ich da zuletzt in Schloss Hyrule nach diesen Waffen der königlichen Garde gesucht habe, da hat sich herausgestellt, dass ich leider doch eine weitere Waffe dieser Art nicht gefunden habe. Es scheint nämlich tatsächlich noch ein Garde-Großschwert irgendwo im Schloss zu geben, aber ich habe leider keine Ahnung wo, deswegen habe ich es auch nicht gefunden. Es tut mir wirklich leid, also wenn ich irgendwann mal wieder dort bin, werde ich danach Ausschau halten. Aber das habe ich auch erst später herausgefunden. Das wusste ich jetzt nicht sofort. Und dann noch eine Sache zumindest. Es gab bei den ganzen Schreinen, die ich jetzt gemacht habe, und ich habe jetzt mittlerweile alle, glaube ich zwei oder drei, weiß nicht mehr, ich glaube zwei waren es eh nur, da habe ich leider nicht alle Schatztruhen gefunden gehabt. Da bin ich dann offscreen nochmal hin, habe dann nochmal geguckt und ich habe dadurch tatsächlich noch etwas ganz Cooles bekommen in einem der Schreine. Und zwar habe ich hier jetzt auch die Isolierrüstung. Rüstung aus einem antiken Material namens Gummi, das vor Stromschlägen schützt. Die Macht der großen Vier hat die Abwehr um drei Stufen erhöht, also habe ich die auch schon verbessern lassen. Die Isolierhose habe ich ja schon sehr viel länger. Und die Isolierrüstung, die war in einer Schatztruhe drin. Und zwar in dem Schrein, der sich bei diesem Donnerplateau befunden hat, da wo ich ganz, ganz viele große Felsblöcke sprengen musste mit meinem Bombenmodul. Und zwar relativ am Anfang, wieder mal richtig fies, versteckt in meinen Augen quasi mehr oder weniger auf der Plattform, wo man anfängt, unten auf der Rückseite. Also von sich aus gesehen, wenn man sie quasi umdreht und wenn man da dann das alles wegspringt, ist da eine ganz, ganz kleine Nische. Und da drin war eine Schatztruhe mit der Isolierrüstung drin. Total bescheuert. Also ich finde, die Isolierrüstung hätte man ruhig am Ende des Schreins irgendwie so als Belohnung platzieren können und nicht, dass man die noch finden muss, dass die sie so versteckt haben, weil eigentlich voll gemein. Und dann, ich weiß nicht, was ich da gefunden habe, das war glaube ich eh nur irgendeine Pseudo-Waffe oder vielleicht auch nur eine Edelstein, weiß ich nicht. In dem letzten Schrein mit Bewegungssteuerung, also wo es wieder so eine Apparatur gab, da wo ich mir so eine Treppe zusammenbasteln musste, aber da hat mir auch eine Truhe gefehlt, wo ich nicht wusste, wo die war. Auch wieder ein fieses Versteck in meinen Augen, ganz am Anfang, wo man sich mehr oder weniger die erste Treppe zusammenbasteln muss, muss man das ganze Ornament, quasi das ganze Stück, einfach auf den Kopf stellen. Man muss es quasi richtig umdrehen und dann ist auf der Unterseite eine Schatztruhe gewesen. Das ist so gemein, wer soll denn darauf kommen? Ja, egal, auf jeden Fall habe ich jetzt nicht nur alle 120 Schreine geschafft, sondern auch in allen 120 Schreinen alle Schatztruhen gefunden und geöffnet. Und ja, wie gesagt, in dem beim Donnerplateau war tatsächlich noch die Isolierrüstung. Jetzt fehlt mir aber immer noch der Helm. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich den bekomme. Ich habe ja hier in meinem Tagebuch die Blitzableiter-Nebenaufgabe offen beim Stall am See. Da bin ich auch gerade. Zimina ist bedrückt. Augenscheinlich hat es etwas mit allen Blitzen zu tun. Der Stall am See wird vergleichsweise oft vom Blitz getroffen. Zimina bittet dich herauszufinden, woran das liegt. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Es ist eigentlich relativ simpel. Man muss nichts weiter machen, als auf den Stall raufklettern. Also auf das Dach. Man muss hier irgendwie jetzt hochkommen. Ganz nach oben. Und dann müsste da irgendetwas Metallisches sein, was die Blitze anzieht. Und deswegen ist ja logisch, dass da dann ständig der Blitz einschlägt. Nur, wie komme ich jetzt hier am besten rauf? Ich will Rivales Stimme jetzt eigentlich nicht benutzen. Nö, es muss doch auch so gehen. Oder? Nee. Hä? Verarschen? Oder geht das von hier dann? Wie komme ich denn da jetzt rauf? Muss irgendwo da auf dem Pferdekopf hier, muss irgendwo, da muss irgendwas sein. Ach komm, leck mich am Arsch. Ich komm da nicht anders hoch. Na, komm schon. Mann! Ah, na also, ah! Alter, warum steckt hier eine Holzfällaxt drin? Voll dumm. Ja, es ist wieder die Waffentasche voll scheiße. Ja, nicht wundern, die, also wie gesagt, hier habe ich noch das normale Garde-Schwert, die Garde, wie heißt das Ding jetzt? Hellebarde, glaube ich, ja, Garde-Hellebarde, die ist leider schon zerbrochen, habe ich halt benutzt gegen Gegner, scheiß drauf, ist jetzt auch völlig egal. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir jetzt einfach mal im Akala-Institut so ein geiles antikes Großschwert mal anfertigen lassen. Ein Zweihänder, der auf antike Shika-Technologie basiert, die blau leuchtende Schneide rotiert um die von des Schwertes und zerteilt Gegner wie warme Butter.
Alter, das ist voll das Kettensägenschwert. Seht euch das an. Wie geil das aussieht. Es rotiert wirklich die ganze Zeit. Das ist voll die Kettensäge eigentlich. Wenn man gedacht, hey, warum nicht? Das habe ich bisher noch nie gehabt. Und ich hatte mehr als genug Materialien und Rubine, dass ich mir das anfertigen lassen konnte. Und 55 ist eigentlich eine relativ gute durchschnittliche Angriffskraft. Also ein bisschen besser als gewöhnlich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum nicht auch gleich mal auch noch eine antike Lanze dazu machen? Diese Lanze ist ein Ergebnis der Erforschung der antiken Technologie der Wächter. Ihre blau leuchtende Spitze kann fast alles durchstoßen. Die hat halt leider nur 30 Angriffskraft, aber sieht irgendwie auch ziemlich geil aus. Als würde da vorne bei der Spitze so eine blaue Flamme rausschießen. Ich glaube, das soll sogar eine blaue Flamme sein. Ziemlich geil. So, jetzt muss ich... Na, dann werfe ich eben diesen blöden Eisenhammer mal kurz weg. Ich muss die Axt ja hier rausziehen. So. Na, seht ihr? Neuer Eintrag. Blitzableiter. Alter, welcher Trottel hat denn da oben eine Axt reingesteckt? Oder wie ist die da raufgekommen? Total bescheuert. Es steckt einfach eine Holzfällerachse drin. Ist ja klar, die Schneide ist aus Metall. Logisch, dass davon die Blitze angezogen werden. Richtig bescheuert. So, wo war die Gute denn jetzt eigentlich? Wo war denn die? War die hier draußen? Warst du das? Ah ja, du bist das. Ja, hier, hallo. Und du hast rausgefunden, was die Blitze angezogen hat? War eine Metallaxt. Ach so, deswegen haben die Blitze hier eingeschlagen. Ich frage mich nur, wo sie herkam. Hat sie jemand von oben geworfen? Sehr seltsam. Danke, dass du der Sache auf den Grund gegangen bist. Hier, nimm das zum Dank. Und tatsächlich, von ihr bekomme ich also den Isolierhelm. Helm aus einem antiken Material namens Gummi, das vor Stromschlägen schützt. Endlich habe ich auch dieses Outfit komplett. Aber das sieht irgendwie bescheuert aus, wie so ein Fisch. Jetzt kann ich endlich in Frieden leben. Und Blitzerblätter, geschafft. Na bitte, eben weil das jetzt auch mit Blitzen zu tun hat, bin ich jetzt wirklich davon ausgegangen, ich hatte echt recht. Jetzt haben wir hier doch den Isolierhelm. Wie blöd sieht der denn aus? Weil so ein Fisch? Alter, das passt irgendwie überhaupt nicht, aber ich weiß auch nicht. Hier, ja, dazu eben jetzt hier Isolierrüstung und Isolierhose. Ja. Jetzt laufen wir komplett in Gummi rum. Voll fetisch und so. Ja, wer es mag. So, Terry, hast du was dabei? Ich kaufe jetzt bei dir ein in diesem Outfit. Ich weiß nicht, reagiert er darauf? Ich glaube nicht. Na, oh, an diesem Ort ist sie zuletzt erwartet, sie zu treffen. Na klar, zwischen uns muss ein Schicksal auf das Band bestehen. Na klar doch. Was hast du denn? Ein Angebot, ne, Pfeile. Ich habe zuletzt irgendwie fast gar keine Pfeile mehr gehabt. Hab mir voll viele Pfeile nachkaufen müssen. Weil ich bei vielen Krogrätseln habe ich meinen Bogen gebraucht und so. Also das war schon ziemlich ätzend. So, komm, du gibst mir jetzt einmal hier alle Holzpfeile, die du hast. Und das eine Fünferpack auch noch. Wow. So, Zitterflügel gibst du mir auch alle drei. Wow. Yay. Spurtechsen gibst du mir auch noch zwei. Feedgurten habe ich 30, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Passt schon. So, ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch irgendwie zu Diensten sein? Nee, das wäre dann nicht jugendfrei, also vergiss es. Ja, so, oh Gott, das ist ja nicht mit Anzug. Der Helm sieht so scheiße aus. Ich weiß nicht, der Helm gefällt mir überhaupt nicht. Was soll das? Ich brauch das nicht. So, wir können auch die ganze Zeit mal so rumlaufen für die Damen. Hallöchen. Aber, nein, ich glaube, auch das lassen wir mal lieber sein. Ich will jetzt endlich mal... Verdammt nochmal, ja. Ich will jetzt endlich mal diesen... Kilton finden, den Typ mit seinem Monsterladen, ja, weil das geht mir jetzt schon gehörig auf den Sack, dass ich den Typen immer noch nicht gefunden habe. Ja gut, den findet man auch nur nachts. So, hier, verdächtiger Verkäufer. Ein Soldat beim Stall von Osterkader namens Holm hat dich darum gebeten, mehr über eine verdächtige Person herauszufinden. Die betreffende Person sollte sich mit ihrem seltsamen Monsterladen durch das Land ziehen und Waren verkaufen. Wenn du jemanden triffst, auf den du beschreiben kannst, dann solltest du das Aussehen der Person für Holm festhalten. Das heißt, mit dem Typen müssen wir sogar noch ein Foto machen. Also, wo findet man jetzt diesen Kilton mit seinem Monsterladen? Den findet man doch tatsächlich hier ganz im Südosten. Ganz hier oben. Ganz hier oben. Hier. Wo war das? Hier. Hier ist der Totenkopfteich. Ne? Und hier bin ich ja mal gewesen beim Tsunakai-Schrein. Und dieser Typi hält sich genau auf der anderen Insel auf. Also hier drüben auf der linken, im linken Auge des Totenkopfs quasi. Machen wir jetzt einfach hier mal so ein Licht hin. Und dann kann ich mich ja importen. Eigentlich, ich brauche ja nicht mal Licht. Eigentlich ist das scheißegal. So komme ich am schnellsten hin. Und los geht's!
Okidoki. Fängt ja schon wieder gleich zu regnen an. Das ist doch nicht normal. Okay, also einfach hier runterspringen. Wow, Vorsicht. Wow. Na, seht ihr? Hier ist einfach mal absolut nichts. Sieht ja schon verdächtig genug aus. Und jetzt mache ich mir hier einfach ein schönes Lagerfeuerchen. Ich habe mir erst genug Holzbündel dabei. So, schwupps. Und dann einfach noch mit meinem Feuerschwert dagegenhauen. So. Und wir warten bis abends. Und was sagt man dazu? Da ist er! Was ist das denn für ein komisches etwas hier? Das soll sein Laden sein? Oh weia. Die Musik hat sich jetzt auch gerade voll geändert. Ganz schön creepy. Oh mein Gott, Leute, wir treffen ihn zum allerersten Mal. Oh my goodness. Okay, er steht mit dem Rücken zu uns. Ach du meine Güte. Hallo, Sir, sind Sie Kilton? Nur so ein Indianer. Wer bist du? Ich sollte mich wohl vorstellen, was? Ich bin Kilton. Sag bloß das Gerücht über meinen Monsterladen, dann bist du deshalb hierher gekommen. Monsterladen? Tut mir leid. Im Moment bereite ich den Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Ach, wo sind denn meine Manieren? Hier ist meine Karte. Kaufe Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen Kilton. So, dann gib mir die Karte doch bitte zurück. Aber sag mal, magst du Monster? Ich hasse sie. Ich mag sie. Ja, und wie sehr magst du sie? Sogar sehr ziemlich, naja, so mittel einigermaßen, naja, sogar sehr. Also, ich liebe Monster! Oh, tut mir leid, er ist wohl wieder mit mir durchgegangen. Also, es ist so, ich liebe es, Monster zu studieren, deswegen habe ich mir den Monsterladen einfallen lassen. Ich überlege gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschungen fortsetzen sollte. In Kakariko oder Hatino vielleicht? Im Dorf der Orni? Oder möglicherweise im Dorf der Zorras? Etwas weiter weg käme mir auch Gerudostadt und Angelstädt in Betracht. Oder ich bleib hier in der Yamakala-See, da könnte ich schneller weiter forschen. Wenn ich doch nur dran denke, werde ich schon ganz aufgeregt. Dann auf zu meiner Monsterstudienreise. Wir sehen uns sicher mal wieder nachts bei einem Dorf. Auf einmal ist er weg. Alter, wie sieht der denn aus? Ach du meine Güte. Das war jetzt also gerade Kilton. Jetzt ist er auf einmal... abgehauen. Na ganz toll. So, hier... Okay, die Quest selber, das hat jetzt nur mit ihm zu tun. Ich konnte jetzt gar nicht fotografieren, weil vorhin stand er mit dem Rücken zu uns. Das ging gar nicht. Okay, der hat jetzt angedeutet, wo man ihn eigentlich überall finden kann. Also des Nachts. Da würde ich sagen, machen wir jetzt einmal mal ganz kurz einen Besuch in Kakariko. So wird er wahrscheinlich am leichtesten zu finden sein, hoffe ich doch mal. Wenn ich jetzt Kakariko, ich finde irgendwie nie Kakariko, wenn ich es mal suche, so hier. Aha. Wo ist denn der Typ jetzt? Oder muss erstmal nochmal... Muss nochmal ein ganzer Tag vergehen? Also muss nochmal eine neue Nacht hereinbrechen, dass der kommt, oder? Ich glaube irgendwie schon, weil sonst wäre er wahrscheinlich schon... Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der den Laden direkt in Kakariko so unten im Dorf eröffnet. Da kriegen ja die Leute Angst vor ihm. Der würde sich wahrscheinlich bestimmt irgendwo hier oben verstecken. Aber ich... würde ihn jetzt nicht sehen. Na dann warte ich einfach nochmal bis nachts. Einfach hier unten am Feuer. Da muss wahrscheinlich wirklich erstmal einen Tag vergehen, dass er dann wieder auftaucht. Der sieht ja mal total creepy aus. Also warten wir nochmal bis abends.
Okidoki, wo ist er jetzt? Er hat gesagt, Kakariko ist einer der Orte, wo man ihn finden kann. Also, hoffentlich zieht er jetzt nicht irgendwie umher, dass er einmal da ist, einmal da, einmal da. Ich hoffe, der ist jetzt wirklich hier, weil ich ihn eben suche. Bitte, bitte, sei jetzt irgendwo hier oben mit deinem Monsterladen, bitte. Ich will auch was kaufen, ich will auch wissen, was der überhaupt anzubieten hat. Mensch, wo ist denn der jetzt? Ach, Menno, Leute, wo ist denn der Penner? Wo steckt der denn? Der ist doch gar nicht hier. Oder ist er doch irgendwo anders, oder? Ach, da, ach so. Ach, ich bin auch blöd. Der ist da hinten beim Wasserfall. Jetzt sehe ich seinen Laden. Mensch, okay. Hat er gar nicht gesehen. Was macht er denn da hinten? Das ist ja noch fieser versteckt. Warum ist er denn da oben? Der war voll gemein. Hauptsache, dass ich da jetzt extra noch klettern kann, oder was? Oh, Mann. So, jetzt weiß ich gar nicht, war er vorher auch schon da und hab's nicht gesehen, wahrscheinlich, ne? Okay, na dann muss ich mal ganz kurz, ja, wenn ihr erlaubt, muss ich mal ganz kurz hochklettern hier. Das wird wohl nicht wahr sein. Was macht der denn ausgerechnet da oben? Naja, gut, der will halt eben nicht so leicht entdeckt werden. Das kann ich ja sogar ein bisschen nachvollziehen. Aber trotzdem, ich werde jetzt nochmal mit ihm quatschen. So, da ist er, da ist sein Laden. Dachtest wohl, ich finde dich nicht, hä? Falsch gedacht. Und jetzt mache ich erstmal ein schönes, unter Anführungsstrichen, schönes Foto von dir. Ob du willst oder nicht. So, reicht das nicht eigentlich, wenn ich ihn trotzdem schon so fotografiere? Ja, Killton. Okay, das reicht doch, wenn er mit dem Rücken zu uns steht. Na dann, bitteschön. So, das reicht. Jetzt ist sogar noch hier ein Schild. Monsterladen, nur nachts geöffnet. Okay, also, dass wir auch wissen, dass er... Da müsste ich mir das eigentlich ja direkt irgendwie markieren. Ich mach den Scheiß hier mal weg. So. Dann sage ich jetzt einfach mal hier so, keine Ahnung. Was können wir denn hier machen? Was können wir denn hier machen? Stern vielleicht. Einfach ein Stern, dass ich weiß, hier ist was Wichtiges. So, Hallöchen. Ach, du bist es nur. Ach, du hast mich erschreckt. Die Vorbereitungen von meinem Laden sind abgeschlossen. Es kann losgehen. Oh, aber eine Sache noch. Du kaufst zum ersten Mal in meinem Monsterladen ein, oder? Neue Kunden sollten zuerst ihre Monstermaterialien in Money tauschen. Was ist Money? Money ist eine Währung, die ich selbst erfunden habe und die nur in meinem Laden gültig ist. Du bringst mir Monstermaterial und ich tausche sie gegen Money. Money wiederum kannst du bei mir für Monster-Accessoires ausgeben, die ich während meiner Forschung entwerfe. Oh, Moment, ein Hinweis noch von mir. Während du auf Abenteuer gehst, arbeite ich weiter Monster-Accessoires, also komm immer mal wieder vorbei. Bitte tausche deine Monstermaterialien in Money. Jetzt können wir ganz blöd fragen, Monstermaterialien? Monstermaterialien kann man von besiegten Monstern erbeuten, Hörner, Klauen und so Sachen in allen möglichen Farben und Größen, aber alle kommen meistens von Monstern. Und je seltener monströser eine Zutat ist, desto mehr Money gebe ich dir dafür. Bitte tausch deine Monstermaterialien in Money. Okay, Währung tauschen. So, vielen Dank. Also, was möchtest du denn gegen Money tauschen? Oh mein Gott, der hat eine eigene Währung. Oh, der würde sogar die Drachenmaterialien nehmen. Interessant. Alles klar. Ja, und hier, ich habe hier so viel Zeug. Ich gebe ihm jetzt einfach mal so ein Bockblinhorn. So, ein Bockblinhorn also. Wie viele davon genau? Na, erstmal nur eins übel Sinn. Ich weiß nicht, ist ein Horn jetzt ein Money? Ja, das gibt an jetzt drei sogar. Okay, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie selten das jetzt ist. Ah, das so, da oben steht es eh, drei, Preis 3. Okay, also ja, Money erhalten, bitte. So, vielen Dank. Die Money schreibe ich dir gut. Was möchtest du gegen Money tauschen? Ja, das reicht jetzt mal. So, danke, dass du Money umgetauscht hast. Der Monsterland ist nun geöffnet. Für Rückfang stehe ich ganz zur Verfügung. So, mit Money einkaufen. Da-da-da-da! Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen mit meinem letzten Entwurf auf dem Gebiet der Monster-Accessoires. Mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke, dass ich die Macht der Monster in Händen halte. Ich präsentiere das Nonplusultra der Monster-Accessoires. Die Dunkelkollektion! Mit ihr wirst du selbst zum Ungeheuer. Versetze deine Umgebung in Angst und Schrecken. Oder, du siehst es einfach als etwas extravagante Verkleidung an. Ach ja, bei Nacht bewegst du dich mit dieser Kleidung schneller. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum das so ist. Du hast nur 3 Money, das reicht leider für keine meiner Waren. Aber anschauen kostet nichts. So, ah ja. Okay.
So, bei ihm kriegt man eben diese sogenannte Monster-Essenz. Ich habe die nur einmal bekommen, als ich irgendeine random Frau, glaube ich, irgendeine NPC-Frau, habe ich mal von Monstern gerettet und die hat mir das dann als Dankeschön gegeben. Aber normalerweise kriegt man das halt von ihm, die Monster-Essenz. Dieses dubiose Genuss mittels des Kiltens Monsterforschung hervorgegangen, mischt man es unter andere Zutaten, so soll es ungewöhnliche Monstergerichte ergeben. Kostet 9 Money. Ein Wischmob? Ein Scherzhammer. Oh, der kostet 199, ganz komischer Preis hat der Typ. Dieser drollige Hammer ist Kiltons Erfindung. Ein Treffer tut nicht sonderlich weh, aber dank des elastischen Kopfes wird der Gegner spektakulär davongeschleudert. Der hat nur eine Angriffskraft von 1. So, und dann hat er hier Masken? Bockblin-Maske. Kilton hat diese eigenartig niedliche Maske selbst angefertigt. Trägst du sie, halten Bockblins dich für einen der ihren, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Die kostet 99. Okay, das heißt, damit kann man quasi Monster verarschen. Da kann man sich denen nähern, ohne dass deren angreifen. Genial. Das gibt's jetzt auch nur für Moblins. Und für Exalfos. Und für... Alter, für Leunen. Wie heftig ist die denn? Die kostet 999 Money. Aber voll teuer. Diese Maske ist Kilton so gut gelungen, dass selbst Leunen darauf hereinfallen und dich für einen der ihren halten, solange du nicht so nahe kommst. Alter, wie geil ist das denn bitte? Oh, 999 ist aber voll teuer. So, dann hat er hier sogar noch Monster-Zaumzeug. Kilton hat dieses Zaumzeug selbst hergestellt und dabei wohl an ein Monsterpferd gedacht. Es beinhaltet eine Maske, die den Kopf des Pferdes vollständig bedeckt. Kostet 399 und das der Monster-Sattel 299. Dieses Sattel hat Kilton selbst angefertigt und dabei wohl an ein Monsterpferd gedacht. Trotz seines Anblicks ist der Sattel an sich einmal frei verwendbar. Und oh mein Gott! Ich werd bekloppt! Alter Typi! Die Dunkelkapuze. Kilton hat diese Kapuze eigenhändig nach dem Vorbild eines aus Schatten geborenen Monsters gefertigt. Die Augen des Trägers leuchten sogar in der Dunkelheit rot. 1999! Ist das teuer! Damit werden wir zu Dunkellink. Wie geil ist das denn hier? Zu Schattenlink, Dunkellink, Darklink. Wie geil ist das denn? Easter Egg. So, dasselbe ist auch noch das Dunkelgewand. Im Zuge seiner Forschung an Monstern hat Kilton dieses Gewand entworfen, eine Art düsteren Spiegelbild des grünen Gewandes, das einst ein gewisser Held trug. Ocarina of Time-Referenz und so. Und natürlich noch die Dunkelhose. Diese von Kilton entworfene Hose sieht zwar aus wie eine normale schwarze Hose, aber sie wurde nach dem Vorbild eines aus Schatten geborenen Monsters geführt. Eine 1000! 2000! Das heißt, ich brauche 4000 knapp, damit ich das da kaufen kann. Das ist ja mal übelst heftig. Oh my goodness. Das ist echt krass. Ja, kann ich sonst was für dich tun, so Money erhalten? Ich brauche Money. Also, was möchtest du denn eintauschen? Alter, da brauche ich ja mal richtig viel. So, was gibt er mir eigentlich hier für so... Okay. Eine Schuppe würde er mir für 60 abkaufen. Eine Klaue für 80. Einen Zahn für 110. Und einen Hornsplitter sogar für 150. Okay. Na ja, klar, weil die eben so selten sind. Und gut. So, und was für die anderen? Also Materialien Bockblinhorn 3. Hauer 5. Herzen 10. Moblinhörner 2. Die Hauer wieder 6. Die Moblinherzen 12. Exalfushörner 5. Sporen 8. Schwänze 12 und 16. 16, 16. Leunenhörner natürlich nur gleich 20, hier Hufe 30. Boah, ein Leunenherz für 100. Auch nicht schlecht. Sondern hier Glibber. Oh, ich hab so viel Glibber, Leute. Ich hab so viel Schleimgelee. Ich verkaufe dem jetzt einfach mal alles. So, Schleimgelee also. Wie viele davon genau? Alles eintauschen. Schleimgelee komplett eintauschen. 301 Stück, das macht genau 903 Money. Genial. Vielen Dank, die Money schreibe ich dir gut. So, das kann sich doch sehen lassen. Gut, dann hier das andere Schleimschli, hier das weiße, das wohl 5 und 5 und hier den Flederbesserflügel, okay, dann 6 und so weiter. Aha, aha, wir haben eine Aktion, na ja, Ah, 55 für so ein Herz, ne, Hinox-Fußnägel, ah, ist das eklig. Herzen 40, Zähne. Aha, und antike Materialien könnte ich auch eintauschen. Okay. So ein Riesenkern gleich für 100, aber die sind mir ehrlich gesagt zu wertvoll. Das ist mir zu wertvoll. Also die antike Materialien hätte ich nicht gedacht, dass das auch geht. Naja, ich habe so viel, ich habe so dermaßen viele antike Schrauben. Ich könnte mir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, ganz viele halt verkaufen.
Einfach mal so 300 oder so. So, und 300. Das heißt, 3x2 ist 6, ne? 600 kriege ich dafür. So, mal sehen, Artikel schauen wir mal. 300, gibt dann 600. Money sind wir im Geschäft. Oh ja. Ja, wie der Sieger freut. So, jetzt habe ich 1506. Da komme ich überhaupt jemals auf die 4000 genau? Das ist ja übel. Die Herzen sind mir noch zu wichtig. Die brauche ich nämlich auch noch zum Kleidung verbessern. Hinox-Zähne. Na, Hinox-Zahn vielleicht mal alle eintauschen. Das gibt 540. Wie der sich freut. Ich glaube nämlich, sowas brauche ich nicht mehr zum Verbessern von Kleinen. Brauche ich, glaube ich, wirklich nur Hinox-Herzen. Das heißt, ich kann ihm eigentlich auch alle 50 Hinox-Fußnägel verkaufen. Alles eintauschen hier für 750. Das wird auch gelacht. Ich will diese komplette Dunkelkleidung einfach haben. Ich will die wirklich haben. So, das heißt... Ja, hier... Was weiß ich, ich gebe dir jetzt auch noch 100 mal rotes Schleimgelee. Das brauche ich nämlich, glaube ich, auch nicht mehr zum Verbessern. Und zum Kochen, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich. So, 500. So, ne, jetzt sind wir schon bei über 3200. Octorok-Ballons, ne, brauchen wir nicht mehr so. Aber Leunenherzen, ich meine, gut, die würden 100 einbringen. Wenn ich dem jetzt 10 verkaufe, bin ich bei 1000. Verkaufe ich dir einfach mal 10 Leunenherzen. So, 1000 Money. Jawohl, passt. Okay. Gut, na dann jetzt mit Money einkaufen. Im Moment hast du 4.286 Money. Was möchtest du denn haben? Ich hätte, wie gesagt, ganz gerne echt mal hier jetzt erstmal die Dunkelkapuze. Eine Dunkelkapuze für nur... vor allem für nur 1.999 Money kommen wir ins Geschäft. Ein Schnäppchen. Vielen Dank. Möchtest du noch etwas? Na klar, dazu noch das Dunkelgewand. Eines seiner Lieblingsstücke. Na dann her damit. Und jetzt auch noch Le Dunkelhose. Ja, bist du mit 99 Money einverstanden? Ja. Okay, und hey, ich habe genau 299 Money. Na, da ist ja sogar noch der Monstersattel für mich drin. Alles klar. So, das Zaumzeug kostet 399. Aber die Leunmaske wäre auch ziemlich geil. Aber boah, die kostet auch wieder knapp 1000. Warum hat der so komische Preise? Ich meine, das hätte er doch aufrunden können. Das sind diese typischen Verkaufspreise überall immer. 9,99 statt 10 Euro oder so. So ein Scheiß. Der Scherz haben wir irgendwie bescheuert. Monster-Essenz wäre nicht schlecht, aber da habe ich jetzt eh eine. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so wirklich. Ja, Monster-Zaumzeug 400. Okay, ich glaube, das reicht jetzt mal. Ja, sonst noch was? Nö, Wiedersehen. Ich hoffe, dich in einer anderen schönen Nacht wieder begrüßen zu dürfen. Der Typ, ey, gebt euch diesen Typen. Alter. Ganz schön creepy, oder? Ganz schön creepy. So, Module. Ne, warte mal, hier Album. Was ist eigentlich, wenn ich so ein Foto wieder lösche? Okay, ist, glaube ich, nämlich besser, wenn er mit Gesicht drauf ist. So, dass der Typ was sich schön erschreckt, für den wir das bringen müssen. Aber jetzt muss ich ja, Alter, wo ist das? Wo ist das? Alter, Dunkelgewand. Jetzt passt mal auf. Und tatsächlich Setbonus Nachttempo hoch. Das ist eigentlich quasi derselbe Setbonus wie hier für das Chica-Outfit, hier für dieses Ninja-Outfit. Ninja-Maske, Anzug und Hose ergeben ja auch einen Nachtbonus. Also erhöhen auch das Nachttempo. Alter, wie geil. Richtig gruselig. Oh mein Gott, da muss ich jetzt mal kurz auf den Hügel hier rauf. Alter, wie geil ist das denn bitte? Seht euch das an. Yeah, richtig geil. Und dazu passt ja in meinen Augen ja richtig gut jetzt hier dieses Gardeschwert, weil es aussieht wie so ein schwarzes Masterschwert, so ein bisschen mit viel Fantasie. Und dann noch ein Gardeschild. Das ist doch mal richtig Dark Link-mäßig hier. Schatten Link, Dunkel Link, ich meine, der hat mehrere Namen. Ich glaube, der offizielle Name im Deutschen ist bei uns ja wirklich Schatten Link. Den hätten sie in meinen Augen ja wirklich als so ein Secret Boss irgendwo in der Oberwelt einbauen können, dass man gegen den kämpfen muss. Aber leider kommt der im Spiel nicht vor. Aber Alter, ist so creepy. Diese Augen, diese rot leuchtenden Augen, richtig dämonisch.
Ich finde, da passt nur wirklich die Gardeausstattung super dazu, weil die auch so schön schwarz ist. Yeah, sind wir ein richtiger Anti-Held. So, okay, na dann, ab zu... Wo ist er denn überhaupt? Achso, da hinten, genau, hier. Ab zum Stall von Ostakala. Nö, warum ist jetzt Gewitter? Schnell rein. Schnell ins Trockene. So. Na, was... Was ist jetzt mit ihm los? Jetzt scheiß dich mal nicht so an, Holm. Du oller Dolm. Komm rein. Ich glaube, der hat sich jetzt nur erschrocken, weil ich so an ihm vorbeigelaufen bin und... Alter, wie das hier drin aussieht. Ach, die haben alle Schiss von mir, weil ich jetzt so gruselig aussehe. Ah, deswegen haben die jetzt... Wie geil. Die reagieren auf mich. Hey, reinspaziert. Willkommen im Stall von Ostakala, dem Stall im östlichen Teil der Welt. Übrigens, außen knacke ich ihnen weich, ein bisschen zu strotzen so vor Kraft. Du solltest unbedingt mal einen Ostakala-Kloß, die Spezialität unseres Stalls zu suchen. Ja, bitte. Vielen Dank. Allerdings werden Ostakala-Klöße schnell schlecht, weil wir nur die frischen Zutaten vorbilden. Du musst ihn also gleich hier essen, wenn das in Ordnung für dich ist. Einverstanden. Vielen Dank. So, das macht 10 Rubine, bitte sehr. So, danke für deinen Einkauf. Deine Augen zum Mund auf. Ganz weit auf. So, schön kaum. Und runterschlucken. Und lecker, oder? Hm, merkwürdig. Du strotzt gar nicht vor Kraft. Wir sehen uns bald wieder. Habe ich jetzt 10 Rubine für nichts bezahlt, oder was? Typi. Verarscht lasse ich mich aber auch nicht. So, hier, Holm, was ist los hier? Sogar abends regnet es. Du hast also Details zu diesem Kilton? Dann lass mal sehen. So, so. Aha, wie merkwürdig. Ich kann dir gar nicht genug danken. Damit werde ich ihn erwischen. Danke, vielen Dank. 100 Rubine. Ich muss zurück zu meiner Arbeit. Wiedersehen. So, verdächtiger Verkäufer geschafft. Alter, das ist einmal ultra geil. Das ist wieder mal so ein geiles Easter Egg, dass wir hier jetzt rumlaufen können, aber... Sonst, naja, mein Nachtbonus, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur mehr Easter Egg-mäßig, dieses Gewand. Sonst bringt das ja nicht so viel. Da gibt es auf jeden Fall viel bessere Klamotten. Aber ich finde das so geil, wie sich alle vor uns anscheißen. Ja. Oh, ich hatte das Gefühl, dass wir uns wiedersehen würden. Mein Champion schießt sich gleich mehr hinterher. Aber egal, wie sehr sie mich mögen, damit muss Schluss sein. Ja, ja, ich bin über das Ziel hinausgeschossen. Nee, ich will ja sowieso nichts haben. Aber ich finde das so geil, wie die sich erschrecken. Puh! Alter, da reagiert aber gleich richtig hier, will uns gleich aufspießen. Hier, komm, steck's mir hinten rein. Hier, stehst du doch drauf, hier so in meinen Hintern oder... Ja, genau. Oh ja, oh, oh, schon vorbei. Ach, schade. Okay, Leute, ein ziemlich kurioser und ziemlich gruseliger Part. Ich finde das so geil. Also, danke fürs Zugucken. Das hat sich echt gelohnt. Finde ich mega geil, dass ich diese Klamotten jetzt hier bekommen konnte. Und ja, wie gesagt, jetzt hier noch diesen... Monster-Sattel, muss auch gucken, dass ich vielleicht nochmal Materialien eintausche für noch das Monster-Zaumzeug. Und die Masken würden mich ja auch ein bisschen reizen, aber boah, die sind ja auch so teuer. Mensch, die sind alle so teuer. So, was habe ich denn jetzt überhaupt noch so Nebenaufgaben offen? Ach ja, stimmt ja. Pferdehandel. Im Gerudetal, da muss ich jemanden ein Pferd vorbeibringen. Irgendeins. Das will er mir für 300 Rubine abkaufen, das muss aber zu seinem Körperbau passen. Das werde ich dann, da werde ich mich im nächsten Part darum kümmern. Also Leute, bis zum nächsten Mal und nicht erschrecken, ne? Tschüss!